Wann kommt der heilige Augenblick? Wie lange müssen wir noch warten? Wie lange müssen wir noch lernen? Wie lange müssen wir noch üben? Auf diese Fragen gibt es keine Antwort, denn die Fragen sind in sich bereits falsch. In Ein Kurs in Wundern im Textbuch, Kapitel 20, Abschnitt 5, Absatz 6 heißt es: Du siehst jeden heiligen Augenblick als einen jeweils anderen Punkt in der Zeit an, doch er ändert sich nie. Alles, was er je barg oder je bergen wird, ist genau jetzt da. Die Vergangenheit nimmt ihm nichts weg und die Zukunft wird ihm nichts beifügen. So ist denn alles hier. Und genau so ist es. Der heilige Augenblick ist kein Zeitpunkt innerhalb einer linearen Zeit, kein Zeitpunkt auf dem sogenannten vermeintlichen Zeitstrahl. Der heilige Augenblick kommt nicht in einem Monat oder in einem Jahr. Der heilige Augenblick ist ein Zustand des Erinnerns. Der heilige Augenblick meint, dass es immer nur diesen einen Moment gibt, dieses eine Jetzt. Das Einzige, das wirklich ist an der Zeit, so sagt der Kurs, ist das Jetzt. Den heiligen Augenblick erlebe ich, wenn mir bewusst wird, dass es nur dieses Jetzt gibt. Und selbst wenn ich glaube, einen heiligen Augenblick vor ein paar Jahren oder ein paar Tagen erlebt zu haben und jetzt auf den nächsten hoffe, so sind das nur Vorstellungen jetzt in diesem Moment. Alles nur Gedanken jetzt hier in meinem Geist. Wenn ich das Gefühl habe oder die Erinnerung, dass ich vor, sagen wir, einem Jahr einen heiligen Augenblick erlebte, dann ist dieser heilige Augenblick damals kein anderer gewesen, als der, den ich jetzt in diesem Moment erleben könnte. Jeder heilige Augenblick ist vollkommen gleich. Egal wann ich ihn zu erleben scheine und egal wer ihn zu erleben scheint. Ein heiliger Augenblick ist aller heiligen Augenblicke. Das ist wieder das holographische Prinzip des Kurses. Ein Geist ist alle Geister. Ein Bruder ist alle Brüder. Dieses Jetzt hier beinhaltet alle vermeintlich vergangenen und vermeintlich zukünftigen Jetzt. Von dem Begriff Jetzt gibt es keine Mehrzahl. Es gibt keine Jetzte, keine Gegenwärte. Es gibt nur jetzt die Gegenwart. Und wenn mir das vollkommen bewusst wird, erlebe ich wieder diesen einen heiligen Augenblick. Es gibt auch deswegen keine unterschiedlichen heiligen Augenblicke, weil ein heiliger Augenblick hat keine Form.
Er unterscheidet sich nicht von vermeintlich anderen heiligen Augenblicken. Der heilige Augenblick, er steht für meinen Geist, für meine Formlosigkeit. Wenn mir diese meine Formlosigkeit, meine Grenzenlosigkeit, meine Ewigkeit meines Geistes bewusst wird, erlebe ich den heiligen Augenblick, der unterschwellig immer da ist. Der heilige Augenblick ist vollkommen formlos. Der heilige Augenblick ist gleichbedeutend mit dem Wunder. Auch das Wunder zeigt mir, wer der Träumer ist. Das Wunder weist auf meinen Geist hin. Und so ist auch der heilige Augenblick. Er weist auf meinen Geist hin, auf mich als den Träumergeist. Nicht meine Person, sondern mich als den Träumer dieser meiner Welt. Der Geist, der ich bin, der auch hinter meiner vermeintlichen Person steht und diese betrachtet, diese Person, dieser Körper, auch mit all seinen körperlichen Gedanken, erscheint hier in diesem Augenblick in meinem Träumergeist, in dem Träumergeist, der ich bin. Der Träumergeist ist natürlich immer noch der gespaltene Geist, denn er projiziert ja noch eine Welt. Der Träumergeist ist immer noch mit dem Ego verbunden, sonst würde er keine Welt träumen. Der Träumergeist gehört immer noch zum Bereich der Illusion, genauso wie der heilige Augenblick und das Wunder und die Vergebung. Alles Begriffe für ein und dasselbe. Aber diese Begriffe, auch wenn sie selbst eine Illusion darstellen, sind geeignet, uns aus allen Illusionen hinauszuführen. Der heilige Augenblick, das universelle Jetzt, sind das Tor aus der Welt zum Himmel.